Jetzt. So. Ich habe bestimmt in einer anderen Welt irgendwo noch einen Schmetterling übersehen. Weshalb ich da bestimmt nicht alle Münzen gesammelt habe. Aber gut. Ich gebe mich auch damit zufrieden. Ich habe ja auch in keiner Welt, glaube ich, alle Münzen gemacht. So, da ist noch der Diamant. Den machen wir noch frei dann gleich. Habe ich jetzt hier noch irgendwas? Ja, da hinten ist ein ganzer Haufen Münzen und so weiter. Schön. Gleich mal einsammeln. Da oben war ich schon, ne? Hier ist nichts mehr. Ja. Was ist das denn? Ach, das ist die Statue da oben. Okay, die haben wir schon gemacht. Da oben haben wir alles. Da haben wir schon die Super Lucky Statue. Perfekt. So stelle ich mir das vor. Überall meine Statue. Wenn es schon im echten Leben nicht klappt, dann wenigstens in Spielen. Thermaltheater, das haben wir gemacht. Tam-tadam-tadam. General Schnurr redet ständig von seiner riesigen Armee, aber bisher habe ich nur ihn und Oberst Flauschi zu Gesicht bekommen. Ja, wahrscheinlich hat er auch nicht mehr. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nö. Ich wollte die ganze Familie mit fantastischen Geschenken überraschen. Jetzt ist die einzige Überraschung, dass die Geschenke gestohlen wurden. Ist auch eine tolle Überraschung. Schatz, hier ist dein Valentinstag-Geschenk. Hab's nur verloren. Meine Freunde in der Schule setzen alle auf General Schnurrhaar, aber ich glaube an dich, Lucky. Sag mal. Sowas aber auch. Einmal öffnen bitte und dann zeigen wir es General Schnurrhaar. Hervorragend und reinspaziert. La 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 la. Komm schon. Okay, das sieht ja sehr einladend aus hier. Sehr, sehr einladend, muss man wirklich sagen. Ja, ein Piratenschiff. Ist klar. Deine militärischen Strategien sind ausgeklügelt und deine Taktiken vernünftig, aber dennoch führten sie dich in eine Falle. It's a trap! Anscheinend bin ich doch ausgefuchster als du. Kapiert? Ausgefuchst, weil du doch ein Fuchs bist. Ja. Ja, wenn ich so dämlich ausschauen würde, also beide, könnten wir über den Witz echt lachen. Auf ins Gefecht! Trinkt aus, Piraten, yo-ho! Okay, ich muss nur einfach bloß ausweichen. Er ist ja dämlich. Okay. Das ist fies. Muss ich irgendwas machen? Ich sehe keinen Hebel oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nur ausweichen muss oder irgendwas. Ne, ich muss nur ausweichen. Okay. Und zwar lange. Ist aber okay. Ach, ich dachte, ich muss sie zurückschleudern. Okay, offensichtlich nicht. Au. Ist das der erste Bosskampf, vor dem ich sterbe? Wahrscheinlich. Das Fiese, ich dachte echt, ich muss die zurückschleudern, die Dinge. Aber als ich es versucht habe, sind sie einfach nur explodiert. Aber es passiert ja offensichtlich irgendwas mit der Plattform hier. Wahrscheinlich entzündet sich der Teer dann irgendwann einfach. Wobei, kann Teer brennen? Nee, oder? Teer brennt normalerweise nicht. Nee, die explodieren sofort. Machen bloß das Spielfeld hier kleiner. Aber ich
check nicht, was ich machen. Aber ich check nicht, was ich machen muss hier. Und das Geile ist, ich glaube, ohne Flauschi ist der General hier auch einfach nur ein Luschenkopf. Also ich glaube, dann passiert da nicht viel. Na, lass mal zum Überraschen. Mal schauen, ob ich jetzt vielleicht nicht doch sterbe. Weil das echt schwierig ist, da vernünftig durchzunavigieren. Na komm. So. Aber ich kann ja auch nichts machen. Ich muss hier bloß ausweichen irgendwie gerade. Irgendwie kommt mir das sehr falsch vor alles. Okay. Irgendwie alle sehr falsch vor. Muss ich auf den vielleicht draufspringen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir erschließt sich nicht, was ich hier machen soll bei dem Boss. Ich bezweifle, dass diese Strategie, die ich hier gerade fahre, dass die richtig ist. Vor allem, weil das Spiel wird immer kleiner, wird und immer schwieriger alles. Und ich überhaupt nicht zum Gegenangriff aushole, wie bei den anderen. Bei den anderen Bossen hast du irgendwie dann angegriffen, was zurückschleudern und irgendwelche Hebel aktivieren. Ja, okay. Nee. Also man kann nicht draufspringen. Und mit dem Schwanz komme ich nicht nah genug an ihn ran. Nö, das macht ihm nix. Okay. Muss ich einfach nur so lange überleben, wie es geht? Das auch nix. Okay, da komme ich auch nicht drauf. Ich dachte, vielleicht komme ich auf das Kanonenrohr drauf. Okay. Das ist interessant. Dann überleben wir jetzt einfach mal so lange, wie es nur irgendwie geht und schauen, ob irgendwas passiert. Keine Ahnung. So. Kommandant Flauschi, verschwinden Sie bitte von meiner Plattform. Das wäre sehr lieb. Danke. Okay. Also. Jetzt einfach mal so lange überleben, wie es halt irgendwie geht. Und dann hoffen, dass... Da kann ich auch nichts machen mit dem Feuer. Ich kann es nicht zurückschleudern oder irgendwie. Ich kann es auch nicht umlenken. Ne? Es gibt auch nirgendwo einen Hebel, wo du halt... was umstellen könntest oder wo du halt irgendwas machen kannst. Nee, es bringt dir nichts. Die explodieren sofort, die Dinger. Also du kannst sie nicht zurückschleudern. Das erschließt sich mir nicht so ganz. Das wirkt so komplett random irgendwie, weiß ich nicht. Also ich kann nicht zu denen rüberspringen, ich kann sie nicht entern. Die Musik ist nämlich irgendwie so ein Block. Ich weiß nicht, ob jemand das Spiel kennt. Da gab es immer das Lachen noch bei den Bosskämpfen. Aber es ist auf jeden Fall sehr lustig gewesen. Das ist eigentlich das Spiel jetzt hier. Spiele mega Lust, wieder die alten Nintendo-Spiele rauszupacken. Ach doch, es geht doch. Ich kann die doch rüberschießen. Ich kann die doch rüberschießen, die Dinge. Okay. Das ist gut zu wissen.
Das hat die ganze Zeit vorhin nicht funktioniert. Das Ding explodiert. Aber gut. Dann künftig schneller sein. Ich glaube, wenn du das nicht checkst, dann passiert irgendwann Folgendes. Gerade am Ende wäre ich eh tot gewesen. Weil wir hatten ja noch drei Plattformen. Und ich glaube, da immer drei Schüsse abfeuert, hätte uns auf jeden Fall platt gemacht. Also der hätte uns, wir wären dann eh in die Grube gefallen. Also, ja, man muss doch den Gegenangriff starten. Man muss nur schnell irgendwie bei diesen Dingern sein. So, ciao. Okay. Jetzt kriegen wir nämlich auch Leben wieder obendrauf, wenn wir den, wenn wir was machen. Also es geht wenigstens voran. Okay. Ich war bloß irritiert, weil ich das... Achso. Ich war bloß mega irritiert, weil das erste Mal... bin ich einfach... Ist das Ding explodiert? Aber ich glaube, da war ich einfach zu spät dran dann. So, was kommt jetzt? Okay. Ach, der lässt mir jetzt immer einen freien Überlebensraum hier, wo ich reinspringen muss. Okay, das ist gut zu wissen. Wäre jetzt lustig, wenn hier alles voll Flammen wäre jetzt und bloß noch da unten und ich gar keinen Fluchtweg hätte. Das wäre fies. So, die Frage ist, wo jetzt die Bomben hinkommen. Ciao. Yay, geschafft. Ich beglückwünsche dich zu deinem Sieg, Rekrut. Es ist keine Schande, durch einen überlegenen Gegner eine Niederlage zu erleiden. Ich werde aus diesem Versagen eine Lektion lernen und stärker zurückkehren. Ich kann hoffen, dass wir uns dann erneut auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Nun werde ich ins Exil gehen, um meine neue Eroberung für meine unaufhaltbare Armee zu ersinnen. Ich hoffe nur, Vater Jinx ist nicht sauer. Weiß man nicht. So. Yay, geschafft. Geil. Freut mich sehr. Dann haben wir diese Welt hier auch gerettet. Yippie. So, hervorragend. Komm schon. Geil. Oh, ich hatte dich für einen vergilbten Vorleger gehalten. Ich habe gerade keine Zeit, Schätzchen. Ich möchte so ein hübsches Leuchten einfangen, wie die Geister es haben. Ha. Ja, eine tolle Lady. Geil, wir haben 80 Kleeblätter dafür und 76 haben wir. Das heißt, wir machen eine Welt und dann haben wir alles. Hervorragend. Gut. Lucky. Hey, Lucky. Einfach unglaublich. Du hast den General davon gejagt und die Yetis befreit. Jetzt folgt noch Lady Myrmelad. Sie ist glamourös, gefährlich und versetzt Schauerhausen auf der Suche nach neuen Accessoires in Angst und Schrecken. Falls es überhaupt möglich ist. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Schauerhausen und sie versetzt in Angst und Schrecken. Hervorragend. Die hat's drauf, die Lady. Sie ist zwar nervtötend, aber gar nicht so schroff, wie sie tut. Manchmal ist sie sogar fast schon fürsorglich. Sie hat mir ein Geschenk gemacht, zusammen mit diesem Pullover. Sie sagte, der würde mir gut stehen. Und weißt du was? Sie hatte recht. Ich gebe das Geschenk an dich weiter. Aber den Pullover behalte ich. Alles Liebe, Lyra. Okay, ich check's nicht so ganz. Sind die Katzen jetzt böse oder schlecht? Nee, gut oder böse? Ich glaube, einige sind gar nicht mal so böse. Ich glaube, der Vater ist bloß, der Depp. Hey, Lucky Kumpel, lass krachen. Büder May. Ist auf jeden Fall besser, als auf der Farm zu leben. Hätte ich mal früher ins Gras gebissen. Ha, okay. Geil. Kann ich jetzt hier einfach irgendwo speichern? Geht das? So.
Ich habe keine Ahnung, wann der eigentlich speichert. Ich würde nur gerne jetzt mal eine Aufnahmepause machen, damit ich was essen kann. Ja, das war bis jetzt auf jeden Fall Super Lucky's Tale. Und ich würde sagen, nachdem wir nicht mehr so viel haben, in der nächsten Aufnahmesession spielen wir es weiter. Weil ich muss jetzt echt mal was essen. Ich habe echt mega Hunger gerade. Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir vielleicht noch in einem Stück durchspielen, aber... Weltauswahl. Schauerhausen ist die letzte Welt jetzt tatsächlich. Spooking Town! Na gut. Ja, das dürfte nämlich einige Welten noch sein hier und da mache ich vorerst mal eine Pause. So, also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wir sehen uns in der nächsten Session wieder und dann, ja, Lucky freut sich auch schon mega drauf, wie man sieht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Bis dann, tschüss. Komm schon. Ja, ich komm schon. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Hyperianerinnen und Hyperianer. Hier sind wir wieder bei Super Lucky's Tale. Ja, genau, früh ins Gras beißen. So, ich habe schnell was gegessen und ich spiele im Anschluss an die alte Session jetzt direkt weiter. Sag ich, es ist ein Aschenbecher mit einer Zigarette drin, aber es ist ein Lolli. Mhm. Rommel auf dem Platz. Sehr schön. Das ist ein Sarg. Ja, das ist ein Sarg mit einer Fledermaus drauf. Sehr geil. Ja. Auf jeden Fall sind wir hier wieder. Und wir machen gleich weiter mit der nächsten Runde. Ich finde das Spiel so mega geil, da muss ich einfach direkt weiterspielen. Da hilft nichts. Geht das... Komm schon. Ja, geht einfach nicht anders. So. Sinken die? Nö. Ich dachte, die sinken vielleicht irgendwie. Das sind auf jeden Fall getarnte Dinge hier. Okay, was? Okay, ist ganz schön lang hier der Weg. Mist, ich habe irgendwo eine Münze vergessen. Tschüss. Probieren wir es nochmal. Ich habe irgendwo eine Münze vergessen. Ich glaube, ich habe da... bei diesem Springdingens, da habe ich eine Münze am Anfang übersehen gehabt. Wo ich eingetaucht bin. Genau, so, jetzt müsste ich alle haben. Zack. Na komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Einen habe ich tatsächlich übersehen. Achso, Diamant. Geil. Nein. Ja, Gott sei Dank, ich hab's noch gekriegt. Ganz wichtig, keine Münze verschwenden. So. Das Geile ist, ich... Keine Zeit zum Plauschen, kleiner Fuchs. Ich suche nach meinen Kindern. Okay. Schöne Geisterdingens hier, alles unsichtbar. Fantastisch. Da stehe ich ja mega drauf. Ah. Okay, wir kriegen auf jeden Fall den Münzdingens hier relativ fix. Was mich nur ein bisschen stört, gerade, dass wir noch gar keinen Buchstaben gefunden haben. Die haben mich wahrscheinlich jetzt irgendwo vergessen, weil ich so mega schnell vorangeschritten bin an das ganze Thema hier. Hey, Lucky Kumpel, lass krachen. Ja. Wo ist die andere Münze? Da ist er. Da ist das L. Achso, das sind Totenkopfdinge hier, sehe ich jetzt erst. Okay.
Jetzt ändert es die Richtung. Ist aber nicht schlecht, dann kommen wir hier schneller hoch. Was ist das? X. Das soll doch eine Aussichtsplattform dann sein, oder? Egal, wir müssen erstmal nach oben. Jetzt check ich's. Okay. Ich glaube, ich habe das vergeigt. Ah nee, geht doch. Ich hätte jetzt gedacht, ich dachte jetzt, ich komme da nicht mehr hoch. Weil, ja. Ich glaube, da oben ist nichts mehr. Hervorragend. Ist ja auch mal cool, wenn wir mehr Leben kriegen würden. Also nicht nur die drei. Als man so ein bisschen den Charakter upgraden könnte. Ist mir vorhin so im Essen gekommen, dass das eigentlich so ein Punkt ist, der fehlt. Ist auf jeden Fall besser, als auf der Farm zu leben. Hätte ich mal früher ins Gras gebissen. Nach dem Rummelplatz muss ich unbedingt für den Spukunterricht lernen. Hey Lucky, ich habe das so ein komisches Déjà-vu-Gefühl. Spookable. Ist ja auch schön. Spookable. Hervorragend. Voilà. Okay, was ist mit diesen Ballons hier gerade ist? Es kommt auf jeden Fall kein Counter oder irgendwas. Das ist einfach nur eine Spielerei, glaube ich, dass man die wegschießen kann. Okay. So. Münzentechnisch haben wir jetzt alles, glaube ich. Also zumindest das, was wir prinzipiell brauchen. Die Miaumelat hat die schrägen Schauerlinge als Türsteher angeheuert und jetzt sind meine Kinder verschwunden. Hilf mir! Das kriegen wir hin. Was war das hier? Nur zu, versuch dein Glück und wirf Plüschtiere um ein toller... Ein toller Preis erwartet dich, wenn es dir gelingt, alle umzuwerfen. Juhu! Das ist cool. So, hab ich geschafft. Wow. Ich bin beeindruckt. Lucky. Schon mal darüber nachgedacht, hauptberuflicher Jahrmarktspieler zu werden? Nein, noch nicht. Kam mir noch nie in den Sinn. Oh, Hot Dogs, geil. Zum Glück habe ich vorher gegessen. Sonst würde mich das jetzt echt nerven. Oh Mann. Aus irgendeinem Grund liebe ich es, die Tiere hier umzuhauen. Meine armen Kinder, hoffentlich geht es ihnen gut. Bestimmt. Frupadu! Ah. So. Ach, da ploppen noch mehr Münzen auf. Das war bestimmt ein Minispiel hier, oder? Kommt doch jetzt bestimmt gleich noch irgendwas hoch. Ein Diamant. Hervorragend. Hörst du das? Ich glaube, die schrägen Schauerlinge kommen. Hilfe! Was? Aua. Aua! 6 von 6. Yay! Das waren alle? Danke! Ich hab nicht Gänsehaut. Okay, jetzt wird echt Leben hilfreich.
Ah, da oben ist die Lady Marmelade. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Sehr schön, da mal schnell hin. So, ich glaube, meine Münze habe ich verloren. Verdammt. Buku. Was? Bu. Interesting. Hallo. Was ist los mit dir, Schätzchen? Ich hätte wissen müssen, dass jemand, der diese Saison Fell trägt, meine eleganten Pläne nicht verstehen würde. Aber keine Sorge, ich kann dir immer noch zur Berühmtheit verhelfen. Jedermann liebt Legenden, die das Zeitliche gesegnet haben. Zeit, ein wenig von meinem patentierten Fuchsentferner aufzutragen. Er ist einfach wunderbar. Au revoir. Okay, ich finde Chip Chip trotzdem besser. Chip Chip. So, wir haben gespeichert und haben hier einiges an Münzen mitgenommen. Finde ich hervorragend. Zack. Und zack. Da ist das C da hinten. Sehr schön. Ich möchte nicht nur den Hammer kommen. Ich weiß auch nicht warum. Das könnte ungesund sein. Ah, schön, da ist ein Herzchen. Nach dem Wegpunkt kriegst du ein Herz. Nach dem Speicherpunkt gibt es ein Herzchen. Ist auch schön. Nein! Ja, und ich brauch's auch noch. Das kommt erschwerend hinzu, dass ich es brauche. Schön. Ich dachte mir so, toll, warum kommt jetzt ein Herz? Ja. Ich versuche schon die ganze Nacht, denen zu entkommen. Hilfe! Hammer! Nein! Hallo! Der war so ganz knapp da hinten daneben. Okay. Yay! Geschafft! Du hast es geschafft? Mein Papa lag wohl falsch. Kinder sind also doch wunderbar. So. Aha. Und ciao. Ha, ein Rätsel. Und reinspaziert. Jetzt bin ich gespannt, was es hier Tolles zu entdecken gibt. Komm schon. Was? Au. Aua. Blöde Mistviecher. Badababum. Okay, ein Lebenspünktchen haben wir noch. Sehr schön. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir ja irgendwo noch einen Lebenspunkt her. So. Ha! Was für ein Glück! Ein Lebenspunkt. Schön. Nee, da fällt nichts drauf. Okay. Okay, das könnte lustig werden. Ich muss da drauf. Ach, da ist das K. Speicherpunkt, geil. So, Lucky. Ist hier oben noch irgendwas? Nee, ne? Nee. War ich gerade noch eine Münze oder ist die jetzt weg? So, ich glaube, die ist schon weg, weil wir die eingesammelt haben. Okay. Mhm. Dim. Ha.
Aua. So. Juhu. Super Lucky.